Oh, hallo ihr Lieben. Hallo. Ihr seht, wir sitzen hier hinten an der schönen Nordsee. Die kommt nämlich gerade. Und ja, wie war unser Tag heute? Tag 3? Irgendwie. Ja, also wir haben uns verdammt viel vorgenommen und haben auch verdammt viel gemacht. Und am Ende doch nichts erreicht. Ja, weil es ging verdammt viel eigentlich in die Buchse heute. Ja. Viele sitzen da jetzt und denken, ist so bei euch immer so. Ja, also es war wirklich heute echt doof chaotisch. Eigentlich wollten wir heute Morgen nach Wilhelmshaven. Haben wir auch super geschafft. Bis zur Hälfte, genau, mit dem Fahrrad. Dann hat unser Teenager so ein bisschen schlapp gemacht, weil ihm hat der Hintern wehgetan. Okay, ich muss den Teenager jetzt wirklich in Schutz nehmen. Wir haben E-Bikes und bequeme Sättel. Und er muss halt wirklich strampeln. Gut, der ist hab jung. Ich das in dem Alter ja, auch gemusst. Ja, das ist ja okay, aber der Sattel ist echt scheiße unbequem. Ey, beim Stehen fahren. So. Nee, ohne Sattel. Ja, super. Nein, ich habe ihn dann schon verstanden. Ich habe ihn dann noch ein bisschen gezogen und so weiter. Aber er hat dann doch irgendwann aufgegeben. Das Ende vom Lied war dann, mein Mann hat umgedreht und war dann aber dann doch einen Tacken schneller wie wir. Ich habe gesagt, wir machen dann eben einfach mal langsam. Und fahren nach Hause. Wir kommen dann schon irgendwann, Wir kriegen dich schon ein. Ich fahre dann mit dem Kind. Kannst du schon mal das Essen kochen, so ungefähr. Ja. Und ich habe gedacht, geil, ja, weißt du, jetzt habe ich keinen Ballast mehr hinten dran, so eine Frau, ein Teenager. Ich kann jetzt endlich mal Gas geben mit meinem E-Bike. Ja. So Durchschnittsgeschwindigkeit 32, 33 km/h war echt geil. Ja, ich hatte dann so gute 3-4 Kilometer Vorsprung. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Vier Stunden später. Ich habe voll im Stau gestanden, weil irgend so ein Bauer die tollen Schafe oben vom Deich rübergetrieben hat auf die andere Seite. Quer über den Fahrradweg. Da stand ich so 20 Minuten. Bis wir dann kamen. Ja, dann kam auf einmal Tina, Nico kam. Na, bist doch nicht so weit gekommen. Manchmal kommst du anders da an, als du denkst. Ne? Wir dachten, das Essen wäre schon fertig. Nee. Ja, also blöd. Ne? Also von meiner Durchschnittsgeschwindigkeit dann 31, 32 km/h waren es dann nur noch 5. Ja, aber das Schlimme war, dass die dann alle auf einmal, weil wir waren ja nicht die einzigen Fahrradfahrer, ne? Da waren nachher, ich weiß Vollstau. Nicht, 50, 60 Fahrradfahrer und alle auf einmal, also das war dann wirklich eine Karawane. Ja, und dazu muss man sagen, der Volltrottel Olli hat es mal wieder geschafft, das sieht jetzt halt halb so schlimm aus. Ja, ich habe gedacht, ich stütze mich einfach mal so gegen den Zaun und guck, was meine Frau mit dem Teenager macht da hinten. Ja, ich habe nicht gesehen, es war Stacheldraht. Ja, ich habe mir die ganzen Hände aufgerissen. Hat schon Stacheldraht angelegt und verloren. Ja, also Stacheldraht ist nicht gut, wenn man da reinpackt. Ist egal, alles gut, alles super. Ja, gut, wir Hunger gehabt ohne Ende. Denken, geil, okay, fahren wir dann auf der Rückfahrt von Wilhelmshaven, halbe Strecke natürlich nur. Fahren wir durch Dangast, Kurort, ne, Badeort, total geil, gibt so viele Restaurants. Ja, hatten wir ein richtig geiles am Hafen. Ja, eine Warteschlange ohne Ende. Ja, please hold the line, dann musst du ganz hinten einen Tau ziehen, Und, das war echt so nervig. Ich wollte heute unbedingt total geilen Fisch essen, Richtig tollen Fisch, warm, gebraten, gekocht, wie auch immer, Ist egal. Wir haben gedacht, hey, geil, wir schnappen das Auto, fahren nach Karolinensiel. Genau, sind nach Karolinensiel gefahren. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ja, Moment, wir sind durch Karolinensiel gefahren. Ja, aber er dachte, er wäre immer noch da. Ja, richtig. Und da waren wir irgendwo anders. Das war nicht Karolinensiel, hat einen schönen Strand gehabt und hatte auch ein großes Restaurant gehabt. Ja, und Tina sagte, wir sind nicht in Karolinensiel. Ich habe gesagt, doch, wir sind in Karolinensiel. Leute, ich habe so einen Hunger. Wir sind hier nicht in Karolinensiel. Wir sind in Karolinensiel. Das ist Karolinensiel, doch? Ja, ist Karolinensiel. Ja, Ende vom Lied war, wir waren dann doch nicht in Karolinensiel, weil wir waren irgendwo in, keine Ahnung, wie es hieß. Also Karolinensiel war noch einen Kilometer entfernt, aber ist egal. Obwohl gemerkt, wir waren dann in einem Restaurant, haben uns schön mit unserer Luca-App angemeldet, sind mit unserem Mundschutz dahin. Und ich habe dann irgendwann gesagt, bist du sicher, dass auf der Terrasse noch irgendwie was frei ist? Ja, weil wir hatten wieder eine Warteschlange, von circa 40 Leuten vor uns. Ja, das heißt, du musstest deinen Fisch
erstmal selber fangen, den dann auf den Grill schmeißen, ja, dann wahrscheinlich noch würzen und dann hast du dann noch Geld bezahlen müssen, dass du einen Fisch bekommen hast. Also 30, 40 Minuten später warst du dann vielleicht mal in der Kasse. Da habe ich keinen Bock gehabt, denke ich, komm, wir gehen woanders hin. Ich war schon wieder so stinkig, ja, ich wollte meinen frischen Fisch haben. Ja, Leute, was wurde es dann? Ein Fischbrötchen. Mein warmer, großer, gebratener oder gekochter Fisch war ein Fischbrötchen. Ich muss sagen, das Fischbrötchen heute war nicht so toll wie gestern, muss ich echt sagen. Also, ja, und er hat alle zwei Minuten gesagt, schmeckt nicht. Ja, weil ich wieder mal meinen Fisch nicht bekommen habe. Ja, und ich bin ja Fischliebhaber und ja, es ist so. Und Nico und ich haben immer gesagt, schmeckt doch. Ja, super, schmeckt doch, Backfisch, ja, schmeckt doch, super, ja. Ne? Also eins, was geschmeckt hat, war die Soße, der Backfisch hat einfach noch nichts geschmeckt, aber ist egal, jeder hat mal einen blöden Tag. Ach ja, ja, aber es ist egal, wir haben den Tag trotzdem genossen, weil wir hatten ja super geil einen Platz bekommen. Ja? Wir haben eine super geile Kulisse, wir gucken jeden Morgen aufs Meer, ich bin heute Morgen auch von den Vögeln geweckt worden, vom Vogelgezwitscher, ich hätte ihn fast vom Himmel geholt. Ja, aber... Ja, manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Der Tag ist noch nicht rum, wer weiß, was noch kommt. Ja, richtig. Ne? Also total irgendwie ganz komischer Tag heute. Ja, mal gucken, was machen wir denn eigentlich morgen? Ich habe noch keinen Plan. Ne? Also, wie wäre es mal mit gar nichts? Ja, das haben wir ja heute versucht, gar nichts zu machen. Es wurde nichts. Es wurde einfach nichts heute. Ja? Ja, jetzt mal so kurz. Ich kann dich ja mal noch kochen lassen. Ach, ich habe keinen Bock zu grillen. Ich will Fisch. Den kann man auch grillen. Naja, lass das Fleisch noch 18 Tage im Kühlschrank, schmeckt es wie Fisch. Ja, du hast noch ganz vergessen, was zu erzählen. Was denn? Ja, wir waren ein Waffelessen mit Ei, Sahne und heißen Kirschen. Ja. Und irgendwie war es wahrscheinlich der Fisch. Die Waffel hat auch nicht geschmeckt. Und nein, wir haben keinen Corona, wir haben Schnelltest heute gemacht, alles super. Weil es hat wirklich nicht geschmeckt, ja. Also... Ja, warum auch immer? Selbst der Kaffee hat nicht geschmeckt. Nee, das war ganz blöd. Ja, und wir hatten eigentlich vor, wir wollten in die Innenstadt gehen. Also so Altstadt und so, ne? Ja, nur weil nachdem wir dann dreimal durch die Altstadt sind, haben wir aufgegeben. War kein Parkplatz da. Ja. Und ich wollte nicht so weit laufen. Ja, Tina war faul, weil ich bin heute mehr gefahren als die. Ne? Mehr gefahren? Ja, super, ich bin noch, Auto. Ja, ich bin Auto gefahren, du nicht. Ja, aber was ich sagen wollte, wir sind ja jetzt hier in Dangast, ja? Und sind auf echt einem Campingplatz, wo ich sagen muss, wir haben Glück gehabt, dass wir da noch einen Platz bekommen haben und dass der Platz eigentlich so eine tolle Aussicht hat und auch so toll von den Stellplätzen ist, im Gegensatz zu den ganzen anderen Stellplätzen. Ja? Also wir sind heute durch die Gegend gefahren und das war einfach nur ein Jammer. Ne? Ja, also das eine war ein Wohnmobilstellplatz. Ja, halt das ist ja nur, also meins Wohnmobilhafen, ist das, ja. Ja, meins ist es nicht. Also ja, aber wenn du ein Wohnmobil hast, dann fährst du ja von Stadt zu Stadt oder von Ort zu Ort. Du hast ja halt nichts Parzelliertes und sowas. Brauchst du ja auch nicht. Ja, die Lage war halt super, ja, weil du warst direkt am Strand und allem. Und ja, und für den Strand musstest du dann nochmal extra bezahlen. Ja, das ist richtig. Mhm, ne? Nebendran war dann auch ein Campingplatz. Riesig und groß, wirklich riesig groß. Aber die standen wirklich Press an Press total durcheinander. Mhm. Das war gar nicht so schön. Und wir haben heute wirklich viele, viele Campingplätze gesehen auf der Fahrt jetzt in diese angebliche Stadt Karolinensiel. Also ich muss sagen, ich bin echt glücklich mit dem Campingplatz, den wir hier noch erwischt haben. Ja, so... Ja, aber wird immer voller, ne? Er wird immer voller jetzt. Kaum haben wir von unserem Roadtrip wieder. Ja. Hat mal lauter neue Nachbarn. Ach, unser Tag heute als Fazit, er hätte besser sein können. Mhm. Ja, aber man muss dazu sagen, es lag an uns. Ne? Wir hätten viel mehr erreicht, wenn wir heute einfach mehr strukturierter gedacht hätten. Ne? Es war halt einfach nur bekloppt. Egal. So wie jeden ja, Tag. Aber morgen werde ich wahrscheinlich nur auf dem Platz zocken, da geht nichts schief. Ich bin bei meinem Gustav und freue mich dann total, einfach meinen vorletzten Tag jetzt im Camping zu genießen. Und wir sind ja schon in den Startlöchern für den Sommerurlaub, in den ganzen Vorbereitungen. Da haben wir noch einiges vor uns. Und ich hoffe, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja? Ja. Weil wir würden ganz gerne doch für 3 Wochen nach Kroatien fahren. Und das wird richtig lustig. Ja, wir versuchen. Wir geben alles. Und ja, das war's schon wieder. Wir gehen jetzt in Gustav. Also wir gehen jetzt wieder zurück zu Gustav. Genau. Und ja. Wir genießen noch ein bisschen die Aussicht, die wir jetzt wieder haben, weil unser Gegenüber weggefahren ist und wir können wieder das Meer Ja, sehen. Wir haben voll den Meerblick. Sag ich jetzt. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib so mit der Kamera. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.
zum nächsten Mal. Wie sagst du immer? Aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal, verpasst da kein neues Video mehr. Und schlaf gut. Habe ich das gut gemacht? Nein.